So, und dann smooth das bitte mal alles. Wobei nicht alles. So, die gechannelt hier. So, das klappt schon mal alles. Dann bauen wir als nächstes eine Brücke. Hier hin. Ah. Eine Brücke. Das sollte eigentlich reichen. So, dann brauchen wir drei Mechanismen. So. Und hier. Außenrum bitte die Rampen entfernen. Construction inactive, huh? Brauchen wir dafür einen, der Stone kann? Ah, da haben wir welche. Also die nämlich da unten ein bisschen eingesperrt. Na gut, dann können die schon mal nach da unten graben. Salt Wall. Und da geht jetzt das Strip Mining hier los.
So, die Brücke ist fertig. Und wir könnten ja jetzt theoretisch auch noch hier ein bisschen smoothen. Ist hier alles gesmoothed? Nein, noch nicht. Gut. Ist Voxold für was gut? Gucken wir mal. R. Nö, ich sehe Voxhold leider nicht hier. Nee, Voxhold ist für nichts gut, okay. Okay, wir scheinen endlich eine Ebene erreicht zu haben, in der es scheinbar keinen Aquifer gibt. Okay, die Karawane verlässt uns. Oh, wir sind auf Tetrahedrit gestoßen. Oh, und hier ist doch Aquifer, okay. Das heißt, hier lang können wir erstmal nicht. Das heißt, irgendwo hier oben, hier, so in den Stockwerken, befindet sich eine große Zisterne oder so. Die voll mit Wasser ist. So, Link. Jawohl. Oh, hier drüben ist auch ein Äquivalent. Ah ja. Oh, was haben wir hier? Ach, wieder Tiger Eye. Also Tigeraugen. Und auch hier haben wir Equifier. Gut. Das ist so der einzige Weg, der mir einfällt, wie wir mit dem Ding klarkommen sollen, den Equifiern.
Wenn wir gleichzeitig in den tiefen Graben nach Ressourcen. Aber ja, Tetrahydrit, Silber und Kupfer. Haben wir wenigstens eine interessante Ressource gefunden? Ich weiß gar nicht, was sagt denn mein. Die fallen unter Steine, oder? Shale, Rocksalt, Limestone, Kalk. Ja, Tetrahydrit haben wir schon 104. Wie sehen eigentlich unsere Holzvorräte so aus? Die sehen okay aus. Wird denn überhaupt noch Potash und Ash hergestellt? Ja, ein bisschen Ash haben wir. Silvit. Ja, ist leider auch nur ein Non-Economy Stone, schade. Hier ist noch eine größere Ader. Und wenn ich es mir recht überlege, auch weil das Spiel gerade ein paar Hänger hatte, sollte ich mir mal ein Safe Return to Title machen. Bevor mir das Spiel abstürzt. So, und jetzt ein Continue Active Game. So. Ah ja, irgendwie hat das Spiel jetzt allgemein ein bisschen Hänger. Jedenfalls, wenn wir da unten sind. Ja, hier füllt sich langsam wirklich alles mit Wasser. Also ja, diese Höhle, die mussten wir einfach aufgeben. Jetzt hat der schon wieder Depressionen.
Rosenquarz, ui. Und ja, so sieht sie wie aus. Ich sollte wahrscheinlich mal langsam wieder Trinken produzieren. Jetzt nicht unbedingt als Extremjob, aber sollte gemacht werden. Ja, hier war ein schöner Rosenquarzcluster, ein kleiner. So, was wir noch machen müssen, ist hier Skischarten überall installieren. So, das nächste, sie sind mal hier die restlichen Lagerräume dran. 4, 8, 12 Türen. Und wow, da ist viel Tetrahydrit jetzt gelagert worden. So, die sollen hier mal schön ausgraben. Jetzt, wo ich das beim Militär machen lasse, geht das auch viel schneller. So, kann ich das eigentlich markieren zum Einschmelzen? Billion Bars, McPig Iron Bars, McBillion Bars. Mal gucken, was passiert, wenn ich das mache. Ah, hier unten wäre es Melt Tetrahydritor gewesen. Aber ich will mal gucken, was passiert, wenn ich Make Billion Bars mache.